haben wir zugeschaltet. Das war es jetzt auch schon im Liechtensteiner Dialekt. Ich wechsle jetzt auf mein bescheidenes Hochdeutsch, damit auch unsere Zuschauer aus der französisch- und italienisch sprechenden Schweiz mich besser verstehen und vor allem den Vortrag, der folgt, der auch auf Hochdeutsch gesprochen wird. Mein Name ist Nicole Matt und ich darf Sie im Namen des LEDs, des Liechtensteiner Entwicklungsdienstes und der Helvetas ganz herzlich zur heutigen Online-Veranstaltung im Rahmen von Global Happiness begrüßen. Leider können wir auch diesen Talk nicht wie geplant im Landesmuseum in Vaduz durchführen, sondern machen dies coronabedingt weiterhin online. Derzeit präsentieren wir im Landesmuseum die Wanderausstellung Global Happiness, welche noch bis im Februar bei uns in Liechtenstein zu Gast ist. Ab nächsten Frühling ist die Ausstellung dann in Genf zu sehen. Global Happiness nimmt uns auf eine interaktive Art und Weise mit auf die Reise nach dem Glück. Nach dem Glück, das ein nachhaltiges Glück ist für uns, unsere Nachkommen, für unsere Umwelt bei uns hier und auf der ganzen Welt. Im Rahmen von Global Happiness führen wir eine Reihe von Veranstaltungen rund ums Glück durch und betrachten das Glück aus verschiedenen Perspektiven. Für den heutigen Glücksausflug dürfen wir erstmal scheitern, damit wir nachher das Glück finden. Ist das nicht ein Widerspruch? Wir werden der Sache gleich auf den Grund gehen. Nun darf ich meinen heutigen Gast, Michaela Riesch, ganz herzlich begrüßen. Hallo Michaela. Hallo. Danke für deine Flexibilität und Spontanität, dass du dich auch bereit erklärt hast, deinen Vortrag auch ohne Live-Publikum vorzutragen. Michaela Riesch ist Mitgründerin der Klinikum Alpinum, welche, und das ist kein Aprilscherz, am 1. April 2019 eröffnet wurde. Und sie leitet die Privatklinik, welche an schönster Lage in den liechtensteinischen Bergen liegt. In der Klinik werden Menschen mit schweren Depressionen während 8 bis 12 Wochen aktiv begleitet und betreut. Michaela kommt ursprünglich aus dem Tirol und hat in Innsbruck Humanmedizin studiert. Später bildete sie sich in diversen Themen, unter anderem im Bereich Management und Business Excellence, weiter. Bevor die Klinikum Alpinum ins Leben gerufen wurde, leitete sie während mehrerer Jahre die Zentralstelle Qualität bei den St. Gallischen Psychiatriediensten Süd. Michaela lebt mit ihrem Mann und ihren Zwillingstöchtern Emma und Sina in Schaan. Michaelas heutiger Vortrag, welcher ca. 30 Minuten dauert, trägt den Titel Scheitern als Glücksgrundlage. Aufstehen, Krone richten, weitermachen. Michaela, ich denke, die meisten von uns sind irgendwann, irgendwo schon mal in irgendeiner Form gescheitert im Leben. Da gehörst du wahrscheinlich auch dazu. Wie bist du damit umgegangen? Also, wie ich damit umgegangen bin, werde ich versuchen, in meinem Vortrag herauszustreichen. Gescheitert bin ich auf alle Fälle. Teilweise habe ich auch das Gefühl gehabt in meinem Leben, dass ich das Scheitern erfunden habe. Dann sind wir mal gespannt. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, gerne darf ich Sie wieder einladen, Ihr die Fragen zu stellen, gleich auf der Facebook-Seite im Chat. Die Fragen werden mir dann zugespielt und ich werde sie entweder während oder nach dem Vortrag an Michaela stellen und sie wird diese beantworten. Dann übergebe ich jetzt gerne an dich, Michaela, und uns, Ihnen zu Hause und mir hier wünsche ich gute Unterhaltung. Dankeschön. Ja. So. Ich gebe gerade noch meine Präsentation frei. Mhm. Ist doch genau da. So. Gut. Gut. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Ich hoffe, dass ich nicht gerade beim Einstieg oder bei dem Vortrag selber wieder scheitere, und zwar an meinen Hochdeutschkenntnissen oder Können. Bisher war dieser Versuch des Hochdeutsches meistens sehr mehr leidlich als erfolgreich. Aber ich werde mein Bestes geben. Ansonsten bitte ich Nicole um ein kleines Zeichen, wenn ich ins Tirolerische abschwenke oder wenn ich
ja, also in einem vollkommen Sprachwirrwarr verfalle. Mache ich. Ja, auch die Veranstaltung, also die, auch von meiner Seite aus ist diese Veranstaltung wirklich ein absolutes Novum. Als ich im Frühjahr angefragt worden bin, ob ich denn bereit wäre, einen Beitrag für diese Veranstaltungsreihe zu leisten und über das Thema Glück einen Vortrag zu halten, war ich davon überzeugt, dass ich das mit links hinbekomme. So in dem Sinne, ich bin eine Betriebswirtin, gib mir einen Titel, ich rede zu allen. Im Rahmen von dieser Vorbereitung habe ich mir dann alle Beiträge angeschaut, die im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe stattgefunden haben. Man musste wirklich mit Schrecken feststellen, dass ich so ziemlich die Einzige bin, die keine wissenschaftlichen Arbeiten zu diesem Thema, keine Interviews mit irgendwelchen Experten geführt hat, kein Buch geschrieben hat. Das Einzige, über das ich eigentlich in diesen nächsten 30 Minuten sprechen kann, das sind, sagen wir, meine Erfahrungen der letzten 25 Jahre, was mich eigentlich schon das erste Mal wieder zur Schnappatmung bringt, weil ich jetzt mittlerweile in einem Alter angekommen bin, dass meine Sätze auch mit damals, als ich noch zur Schule ging, anfangen kann. Aber ich habe mich dann vor den Computer gesetzt. Auch das muss geübt werden, habe ich gelernt, weil bei allen Vorteilen, aber es ist doch eine wirklich neue Erfahrung, wenn man vor dem Rechner sitzt und sich eine halbe Stunde darauf konzentriert, dass man nicht probiert, sich irgendwie von der Schokoladenseite zu zeigen oder dass man ja irgendwie welche Mimiken man durchführt und dass man nicht also dass man sich wirklich hinsetzt und zumindest versucht, so halbwegs einen intellektuell wirkenden Vortrag zusammenzustellen. Ich habe mir gedacht, ich gehe zurück zum Altbewährten. Ich bin in meinem Brotberuf, Nicole hat es erwähnt, eigentlich Qualitätsmanagerin. Deshalb habe ich mir gedacht, das Einfachste ist, ich fange mal mit Definitionen an. Also habe ich probiert, mein bester Freund Dr. Google, habe ich probiert nachzuschauen, was es denn alles für Themen und Inhalte zum Thema Glück gibt. Und ich muss sagen, diese läppischen 256 Millionen Einträge habe ich mir da nicht vorgenommen durchzuklicken. Aber man sieht, dass es anscheinend ein recht relevantes Thema ist, dass es schafft, viele Menschen zu bewegen. Und weil ich dann gerade beim Googlen war, habe ich mir gedacht, okay, passend zu meinem Titel, ich schaue doch einfach einmal nach, was gibt es denn zum Thema Scheitern für alles für Einträge? Und man glaube es nicht, oder man höre und staune auch hier 16 Millionen, über 16 Millionen Einträge. Im Verhältnis aber bin ich anscheinend eine Minderheit, weil ich eben davon ausgehe, dass die Grundlage meines persönlichen und wirklich nur meines persönlichen Glückes eben das Scheitern war. Aber dazu später. Zurück zu den Definitionen. Duden geht her und sagt, oder Glück ist etwas, das das Ergebnis des Zusammentreffens besonders günstiger Umstände, besonders günstiger Zufall, günstige Fügung des Schicksals. Diese Definition hat mich dann irgendwie auch wieder an meine Zeit als QM-Beauftragte erinnert. Da habe ich auch einmal die Definition von Qualität gesucht und die erste, die ich gefunden habe, war damals, Qualität ist, wenn der Kunde zurückkommt und nicht das Produkt. Im ersten Moment habe ich gedacht, das macht noch Sinn. Und dann habe ich mir überlegt, wo arbeitest du? Ob denn diese Definition wirklich die richtige ist für dein Fachgebiet? Aber dann habe ich gedacht, okay, ist egal. Dann habe ich mir gedacht, okay, was mache ich denn? Ich schaue mir, was mich nämlich wirklich sehr beeindruckt hat, das war dieser Vortrag von Thomas Mündle. Weil er hat in seinem Referat eben auch schon ausgeführt, also dieser Vortrag zum Thema positive Psychologie, er hat da aufgeführt, dass das Thema Glück eigentlich, also fragt 10 Menschen, was für sie Glück bedeutet und bekommst 10 Definitionen. Und das habe ich gemacht. Ich bin hergegangen und habe eigentlich probiert, bei uns im Betrieb nachzufragen, was bedeutet für meine Kolleginnen und Kollegen, für meine Mitarbeitenden, was bedeutet für sie persönlich Glück? Und es hat aufgezeigt, also ich habe jetzt nicht alle aufgeführt, ich werde auch nicht alle ablesen, sondern das kann jeder für sich selbst machen, aber es hat mir wie aufgezeigt, es ist für jeden vollkommen unterschiedlich und eine allgemeingültige Definition zu finden, ist eigentlich schon unmöglich. Am meisten beeindruckt hat mich aber dann eigentlich die
fast letzte Rückmeldung von einem meiner Mitarbeitenden oder meiner Kollegen, der derzeit gerade in Quarantäne ist oder beziehungsweise in der Isolation ist. Und der hat mir aufgezeigt, wie schnell sich die Prioritäten oder wie schnell sich die Perspektiven eigentlich ändern können. Weil er hat eigentlich als erster zurückgemeldet und hat gesagt, für mich gerade bedeutet Glück, mich frei bewegen zu können und tun, auf was ich Lust habe. Das war für mich beeindruckend, weil es einfach zeigt, wie sehr ein einziger Moment eigentlich seine persönliche Einstellung oder seine persönliche Erfahrung oder seine persönliche Definition zum Thema Glück eigentlich beeinflussen kann. Einfacher war es dann, wie man die zweite Definition angeschaut hat, war das dann beim Thema Scheitern. Dann habe ich mir gedacht, okay, was sagt Duden zum Thema Scheitern und zum Scheitern war eigentlich relativ einfach, also ein angestrebtes Ziel oder Ähnliches nicht erreichen, keinen Erfolg zu haben. Dann haben wir gedacht, okay, das ist fast zu einfach. Ich frage doch wieder meine Kollegen und sage, jetzt habt ihr mir schon gesagt, was Glück für euch bedeutet, was bedeutet Scheitern für euch. Und auch da war eigentlich wieder waren vollkommen unterschiedliche Rückmeldungen. Wobei, es hat immer damit zu tun gehabt, irgendetwas nicht zu schaffen oder irgendjemandem nicht gerecht zu werden, irgendetwas nicht gut genug gemacht zu haben. Und einige, beziehungsweise wieder eigentlich leider nicht der gleiche Kollege, aber ein anderer Kollege hat wieder eine beeindruckende Rückmeldung für mich gegeben, wo ich für mich selber heraus interpretieren habe können, dass es eigentlich so eine ähnliche Haltung ist wie meine persönliche. Also man steckt sich ein Ziel, aber auch wenn man es nicht erreicht, dann gibt es einem doch die Möglichkeit, dass man trotzdem was daraus lernen kann, dass man davon profitieren kann. Und dann bin ich hergegangen und sage, okay, jetzt habe ich diese zwei Definitionen habe ich für mich zusammengefügt, oder? Und dann sind wir eigentlich schon beim Titel vom Referat angekommen, weil ich habe wieder den Eindruck, dieses Thema eben aufstehen, Krone richten, weitermachen, das sind eigentlich derzeit die drei Schlagworte, die gefühlt jeder Unternehmer oder jeder Selbstständige, jeder Gastronom oder jeder Arbeitgeber, der irgendeinen Plan erstellen muss, das ist wie das persönliche Mantra. Auch auf die Gefahr hin, dass der zweite Teil des Vortrags sehr autobiografisch wird, habe ich aber versucht, kurz so eine Ableitung für mich persönlich zu machen und zum Überprüfen. Aber es gibt, ich sage jetzt seit den letzten Wochen oder eigentlich seit dem März, keinen Tag mehr, der gleich ist wie der andere. Es ist ein ständiges Umplanen, Umorganisieren, ja, wirklich auch scheitern, wenn einem wieder was ausfällt, wenn man wieder Vorstellung von etwas hat, wie etwas sein sollte, und dann muss man doch wieder Kompromisse eingehen. Von dem her ist es eben so wirklich das Beste draus machen, eigentlich in der Zusammenfassung. Ich bin dann hergegangen und habe dann für mich persönlich dann noch einmal probiert zum Überprüfen, wie kann ich denn das für mich jetzt eigentlich so in einen Hut bringen. Und habe mich dann wieder an den Inhalten von Thomas Mündler, eben von dieser positiven Psychologie, wiedergefunden und habe mir gedacht, jetzt schaue ich mal, wie kann ich denn die Inhalte von ihm eigentlich auf meinen Arbeitsalltag oder auf mein privates Umfeld oder auf mein Privatleben wie übertragen. Und er hat eigentlich so diesen Satz, den ich mir immer auf die Fahne geschrieben habe oder wo ich immer sage, wenn mich jemand fragt, was ist für dich glücklich sein, gehe ich immer her und sage, glücklich sein ist für mich, wenn ich zufrieden bin, wenn ich dankbar bin und wenn ich das Gefühl habe, dass ich mir selber genüge. Und der Satz, den er gebracht hat, das war, Dankbarkeit eben ist eine Stärke, die zufrieden macht. Und es war für mich mehr als treffend. Da habe ich mir gedacht, okay, wenn schon ein Satz von ihm funktioniert, dann muss ich gerade schauen, ob denn die anderen Modelle, die er so gebracht hat, für mich auch funktionieren. Und dann bin ich hergegangen und sage, okay, ich versuche mal dieses, vielleicht der ein oder andere, der den Vortrag gesehen hat, ich versuche dieses Berma-Modell von Martin Seligman für mich anzuwenden und schaue dann, was habe ich denn jetzt erreicht und was kann ich machen und inwiefern kann ich das auf meinem Alltag eigentlich umlegen. Und dann muss ich sagen, das war wirklich wunderschön und ich kann wirklich jeden Einzelnen nur motivieren und anregen, versucht das
auch zu machen. Das kostet 5 Minuten und es gibt ein wirklich ein gutes Gefühl und man geht um einiges glücklicher wieder nach Hause, beziehungsweise man fühlt sich einfach gut nach dem. Und dann habe ich für mich persönlich probiert, eben dieses Modell anzuwenden und habe sagen müssen, ja, dieses B eben, diese positiven Emotionen, ja, das ist definitiv für mich, wenn ich meine Kinder lachen sehe, wenn ich sehe, dass meine Kinder zufrieden sind, wenn ich sehe, dass meine Kinder glücklich sind, weil die sind so unbeeinflusst von irgendwelchen äußeren Einflüssen, dass es einfach Spaß macht und dass es einfach wirklich eben zufrieden macht. Dann dieses Engagement habe ich für mich klar beantworten können, das ist definitiv meine Arbeit. Ich gehe jeden Tag, also diejenigen, die Gefly kennen, wissen, unsere Klinik liegt auf fast 1500 Metern. Also es ist ein eher langer Arbeitsweg, aber ich fahre jeden einzelnen Tag, egal wie das Wetter ist, ich fahre jeden Tag gern herauf und ich habe jeden Tag Freude, wenn ich da sein kann und wirklich mit einem wundervollen Team und guten Kollegen den Tag verbringen darf. Also es ist wirklich Spaß, es ist Freude, es ist Glück. Dann Beziehung. Das war dann relativ einfach, weil ich sagen habe müssen, ja, das ist für mich erfüllt. Ich habe, und ich darf das wirklich sagen, meinen Traummann an meiner Seite. Ich habe eine Familie, auf die mich unterstützt, auf die ich in jeder Minute zählen kann und die immer für mich da ist, ohne Einschränkungen. Das Meaning, also der Sinn, oder? Das ist sicher für mich unser Klinikum, oder? Wir haben das Glück auch wieder mit diesem Klinikum einen Ort zu schaffen, wo wir dürfen eigentlich zuschauen dürfen, dass Menschen auf Zeit bei uns Zuflucht finden und Orientierung finden. Und dann auch dieses Ziel, das ist wirklich dieser Outcome, dass ich sehe, meine Patienten, die nach 8 bis 12 Wochen bei uns bei der Tür rausgehen, die lachen, die glücklich sind, die wieder zufriedener sind, die wieder was Positives im Leben sehen. Das ist mehr als befriedigend und von dem her kann ich sagen müssen, doch, da ist es mir dann gleich, auch nach der Vorbereitung von dem Vortrag, ist es mir dann wirklich, auch im Rahmen von dem Vortrag, ist es mir dann wirklich gut gegangen. Und das bin nur ich. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn das so einfach ist, oder, dann frage ich mich, warum? Warum es denn so eine, es gibt ja ganze Industrien, die sich eigentlich darauf verlegt haben, uns zu erklären, wie wir glücklich sein können, was wir machen können, was wir tun können. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt suche ich nochmal ein Wort und zwar, jetzt suche ich mal, wie viel Glücksratgeber gibt es denn? Weil es ist eben irgendjemand, ist immer auf der Suche nach dem Glück oder er ist immer auf der Suche danach, dass er irgendwie glücklich werden kann. Und dann habe ich mal so geschaut wieder und dann habe ich wirklich innerhalb von 0,29 Sekunden, was irrsinnig schnell ist, hatte ich ca. 53.800 Ratgeber nur zum Thema Glück gefunden. Also wie kann ich Glück finden? Wie kann ich Lebensfreude haben? Also eben der Schlüssel zum Glück. Also es ist ein boomender Markt, das mich natürlich auf der einen Seite als Betriebswirtin wieder denke ich mal, gut, es ist ein erfolgversprechendes Geschäftsmodell, aber es ist eigentlich noch beeindruckt, wenn man sieht, okay, wie sehr das eigentlich beschäftigt und wenn man mit sowas so Geld verdienen kann, dann sieht man eigentlich auch erst, woran denn eigentlich die meisten von uns oder mit wo denn ihre Wertigkeiten sind. Wenn ihr das Thema eingibt, Scheitern, aber ich dachte, muss ich schauen, es gibt doch sicher auch Ratgeber, nicht jetzt zum Thema Scheitern, aber Ratgeber, wie kann ich denn mit dem Thema Scheitern umgehen? Das habe ich dann gemacht und da sind wirklich läppische 12.000 Bücher gekommen, aber was ich gefunden habe und das ist eben sehr beeindruckend und ich finde, das ist wirklich eine sehr geniale Idee, die man damals, wie man das damals in Mexiko eigentlich gegründet hat. Das sind diese sogenannten Fuck-Up-Nights. Vielleicht hat der eine oder andere davon schon gehört. Da gibt es mittlerweile eben über 1 Milliarde Einträge. Also wer das will, es gibt auch in der Nähe, es gibt auch da bei uns in der Nähe eine Vereinigung oder einen Verein, der das macht, oder? Und das ist was bei so Fuck-Up in Vorarlberg. Und es ist wirklich spannend und es ist wirklich inspirierend. Es ist eigentlich eine Veranstaltung, wo man versucht, das Scheitern auch als was Positives darzustellen. Und ursprünglich ist es in Mexiko gegründet worden und es gibt dann wirklich die Situation, dass 3 oder 4 Jungunternehmer oder Unternehmer sich auf die Bühne stellen und in einer begrenzten Redezeit zwar wirklich erzählen, warum sie gescheitert sind, woran sie gescheitert sind
Und was noch viel wichtiger ist, und das ist so die Quintessenz, das ist so, was sie daraus gemacht haben. Also was sie gelernt haben, was es für sie in dem Sinn ja, an Innovation gebracht hat. Und ich glaube, das ist das ganz das Wichtige. Nur, also ich bin davon überzeugt, und da bin ich wirklich felsenfest davon überzeugt, dass nur mehr, also dass aus Fehlern, aus Scheitern oder eben da kann man sich weiterentwickeln und kann auch was lernen. Wenn wir nicht den Mut haben, irgendwie etwas auszuprobieren oder nicht den Mut haben, ein Unternehmen zu gründen. Wir sind oft gefragt worden, aber habt ihr denn keine Angst, dass das nicht funktioniert? Ich sage, aber wenn sich jeder Unternehmer immer fragen würde, oh Gott, was mache ich denn, wenn ich scheitere? Ja, bevor ich scheitere, dann lass es lieber. Also man kann nur gewinnen. Man kann mit dem Probieren nur gewinnen. Und ich sage immer, ich probiere immer unseren Mädels, also unseren Töchtern mitzugeben in ihrem Leben. Es ist unser Leitspruch in der Familie und den probiere ich auch so gut wie möglich im Betrieb umzusetzen. Das ist, lass uns lachen, wenn wir Fehler machen. Der war für mich so eingängig und der ist für mich so, das ist für mich eine Handlungsanweisung. Es ist so. Schlimm ist es nur, wenn wir die Fehler immer wieder machen. Aber Fehler machen an und für sich ist das Wichtigste, um sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, dahin muss man kommen, dass wir eben in unserem Leben weniger darauf achten, vielleicht auch nicht zu scheitern und dafür lieber ein wenig mutiger zu werden und eben wirklich zu scheitern, weil dann haben wir sich wenigstens irgendwann einmal sagen, ich habe es wenigstens probiert. Und jetzt, Vorsicht, weil jetzt kommt der autobiografische Teil. Ich bin in der Vorstellung, ich werde immer wieder so vorgestellt und ich glaube, das ist eigentlich auch das ist auch ein wenig gewollt. Ich werde immer damit vorgestellt, dass ich Humanmedizin studiert habe. Das stimmt, ich habe auch irrsinnig lange Humanmedizin studiert. Ich habe insgesamt 6 Jahre meines Lebens Humanmedizin studiert, aber ich habe es nicht abgeschlossen. Und jetzt kommt eben mein persönliches Scheitern. Ich bin natürlich immer noch davon überzeugt, dass ich eine der weltbesten Ärztinnen geworden wäre, wenn ich fertig machen hätte können oder wenn ich fertig gemacht hätte. Aber wenn ich nicht mit Bomben und Granaten 2-mal durch meine Matura gerasselt wäre, und es waren wirklich Bomben und Granaten, dann hätte ich nicht im Jahr 1997 das Studium der Medizin angefangen. Wenn Marc nicht durch den psychologischen Eignungstest der Schweizer Armee geflogen wäre. Vielleicht all jene, die meinen Mann nicht kennen, einfach zur Erklärung. Mein Mann wollte eigentlich Pilot werden, ist eben durch diesen psychologischen Eignungstest geflogen und ist jetzt Psychiater. Wenn mein Göttergatte dann nicht auch noch 2-mal durch die Chemieprüfung in Zürich gerasselt wäre, also geflogen wäre, hätte er nie angefangen, in Innsbruck zu studieren. Und wir hätten uns niemals am Seziertisch in Innsbruck, in der Anatomie Innsbruck kennengelernt. Und wir hätten heute auch nicht die 2 wunderbarsten Kinder, die wir zusammen haben können. Wenn ich da nicht auch noch durch die Rigorosen im Medizinstudium gerasselt wäre, hätte ich auch nicht mein Studium gewechselt. Ich hätte mich nie im Leben für Wirtschaft und Informatik interessiert. Und wir wären deshalb auch kein Unternehmer-Ehepaar, das beide Professionen eigentlich perfekt miteinander verbinden kann. Wir hätten das Klinikum Albinum niemals mit unseren Freunden realisieren können. Und wir könnten heute nicht Menschen mit psychischen Herausforderungen auf ihrem Weg zur Genesung begleiten. So viel zum Berma-Modell. Aber genug von uns. Eben, das ist wirklich nur exemplarisch gemeint, aber ich bin wirklich davon überzeugt, dass uns jedes Scheitern, jeder Fehler, jeder Rückschlag immer die Möglichkeit gibt, etwas Neues auszuprobieren, neue Wege einzuschlagen und uns wirklich, und das ist fast das Wichtigste, uns jeden Tag neu zu entdecken und neu zu erfinden. Und deshalb möchte ich eigentlich, ich habe keine Ahnung, wie lange ich jetzt gebraucht habe und ob ich überhaupt in irgendeiner Zeit bin, aber ich möchte trotzdem, weil ich finde immer, man muss es nicht in die Länge ziehen. In der Zeit, Michaela. Ich möchte es trotzdem mit meiner persönlichen Lessons Learned vom Vortrag von Thomas Mündler, ich hoffe, den haben viele gesehen, die jetzt auch diesen Vortrag sehen und sonst müssen sie sich den unbedingt auch noch anschauen. Einfach möchte ich mit meiner persönlichen Lessons Learned eigentlich ändern. Weil es ist kurz und gut, ich bin vermutlich anhand
der Ausführungen kann man das vielleicht nachvollziehen, so ziemlich der glücklichste Mensch auf der Welt. Und ich habe das große Glück, dass ich auch noch im glücklichsten Land der Welt wohne. Danke. Vielen Dank. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich gebraucht habe. Ja, du bist wunderbar in der Zeit. Du hättest dir auch noch mehr Zeit lassen dürfen. Sehr, sehr spannend. Also das war mir nicht klar bei der Vorbereitung, dass du Humanmedizin nicht abgeschlossen hast. Und das Durchrasseln bei der Matura hast du ja auch flott weggelassen. Das ist wirklich spannend. Jetzt werden wir mal schauen, ob wir Fragen vom Publikum kriegen. Das scheint im Moment noch nicht der Fall zu sein. Ich darf Sie nochmals einladen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Stellen Sie Ihre Fragen an Michaela. Wir möchten gerne die Zeit noch etwas nutzen und bleiben noch etwas dabei. Vielleicht, Michaela, wie wichtig findest du, ist es denn für jemanden, dass er Glück im Leben empfindet? Also, aber wie gesagt, das ist also wirklich nur meine persönliche Haltung. Ich setze eben, ich gehe von mir her und sage, ich bin glücklich, wenn ich zufrieden bin. Und von dem her wäre es für mich, also ist es für mich natürlich irrsinnig wichtig, weil wenn ich dann eben nicht glücklich bin, heißt das dann auch, dass ich im Umkehrschluss nicht zufrieden bin. Und wenn jemand nicht zufrieden ist, das muss ich sagen, dann ist es immer so eine Situation, die ich beobachte, wo ich mir denke, die Armen machen sich meistens das Leben dann auch irrsinnig schwer. Und wenn man sich das Leben schwer macht, dann macht man es meistens auch noch seinem Umfeld schwer. Deshalb, ich glaube, das gehört zum Menschsein, es gehört zu unserem täglichen Leben dazu. Und eigentlich, ja, also für mich ist es integraler Bestandteil meines Daseins von dem her. Jetzt muss ich mal schauen, ich habe hier Fragen gekriegt. Hier kommt eine Frage von Claudia Diegruber. Die Angst vor dem Scheitern wird oft durch die Angst, sein Gesicht zu verlieren, ausgelöst oder verstärkt. Gibt es Tipps, wie man mit diesem sozialen Druck umgehen kann? Michaela, kannst du noch bevor du beantwortest, kannst du noch deinen Screenshare beenden? Okay. Kein Problem. So. Aber also ich glaube, das ist ein Problem, das wir in unseren Breitengraden haben. Oder wo man eben für uns ist Scheitern ist was Schlechtes. Scheitern ist was man um aller Welt irgendwie verhindern muss. Tipps ist immer schwierig, oder? Jeder geht mit Scheitern anders um. Also ich könnte jetzt da aus meinem persönlichen Umfeld sagen, also ich glaube, mein Mann und ich, wir sind da vollkommen diametral unterschiedlich. Ich glaube, man muss lernen, wenn man Risiko, also es ist wie, für mich ist eine Risikoeinschätzung. Und wenn ich nichts probiere, dann gehe ich kein Risiko ein. Und wenn ich kein Risiko eingehe, dann habe ich ein immens langweiliges Leben. Und ich will für mich persönlich kein langweiliges Leben führen. Und und das Gesicht zu verlieren, ich sage immer so, und das ist jetzt wirklich vielleicht, das ist jetzt oberflächlich gemeint, aber ich sage immer, ich bin in meinem Leben durch so viele Prüfungen geflogen und wirklich, wirklich geflogen, dass irgendwann einmal ist es dir egal. Also irgendwann einmal ist es dir egal, wenn du weißt, warum du das machst. Ich kann hergehen und sagen, ich habe kein Problem damit, mit den Prüfungen, die ich nicht geschafft habe, wenn ich gewusst habe, ich war zu wenig vorbereitet, ich habe zu wenig gelernt, ich habe zu wenig investiert von meiner Seite, dann bin ich sehr, sehr, bin ich sofort diejenige, die hergeht und sagt, es war gerechtfertigt. Wenn ich mich engagiert habe, wenn ich Zeit investiert habe und mich gut vorbereitet war, dann habe ich mich ungerecht behandelt gefühlt und dann ist es umso leichter, wenn man scheitert, weil dann kann man hergehen und sagen, ich bin eh nicht schuld. Also von dem her ist es immer so, wenn man ehrlich ist mit sich selber, habe ich gelernt, dann ist Scheitern auch nicht wirklich so schlimm. Wir haben eine weitere. Ich glaube, es ist nur meins. Dankeschön. Wir haben eine weitere Frage von Michael König. Gibt es einen besonderen Bereich, aus dem die Menschen zu euch in die Klinik kommen? Wirtschaft, Sport oder Ähnliches?
Es gibt einen Satz, den habe ich mir eigentlich immer geschworen, dass ich den nie sagen werde, aber ich werde ihn jetzt sagen. Und zwar, das ist, die Depression hat viele Gesichter, oder? Und die Depression macht keinen Unterschied, wo jemand herkommt. Nein, es gibt keinen bestimmten Bereich. Es ist immer, wir haben wirklich, und das ist also von der Hausfrau bis zur Spitzensportler, alles bei uns im Haus. Und das ist, hat ja auch nicht immer mit, in dem Sinne mit Scheitern zu tun und so, aber das ist ja, das ist, wenn man, also eben die Depression unterscheidet da nicht. Die unterscheidet nicht, ob man Manager ist, ob man Hausfrau ist, ob man Mutter ist, oder man kann immer in eine solche Situation kommen. Also wir haben wirklich bunt gemischt, wirklich querbeet ein alles. Mhm. Ja, schauen wir nochmals in den Chat rein, ist im Moment nicht. Gibt es irgendetwas, was dich in deiner Arbeit, seit ihr die Klinikum Alpinum eröffnet habt, etwas ganz Besonderes, das dich ganz besonders glücklich gemacht hat, das für dich heraussteht? Ja, das gibt's. Und zwar wirklich, das ist jetzt nicht einmal wirklich so dahergeredet, sondern es war wirklich, eigentlich war es die erste Corona-Welle. Also es ist nicht die Corona-Welle, hat mich glücklich gemacht, sondern die erste Corona-Situation im März. Und zwar, weil, das kennt vielleicht jeder Unternehmer, man merkt einfach, es gibt so Phasen bei Teams, wo es anfängt zu kriseln, wo die Leute ein bisschen unzufrieden werden, wo man anfängt zu suchen nach Fehlern und nach Problemen und so. Und wir haben eine Situation gehabt, wo wir damals wirklich von einer Minute, also wirklich von einem Tag auf den anderen unseren Betriebsmodus vollkommen umstellen haben müssen und umorganisieren haben müssen. Und ich bin wirklich, das war der eine Tag, wo ich gemerkt habe, wo wir vor unsere 60 Mitarbeiter gestanden sind und wo klar war, wir müssen reagieren und es war klar, jeder einzelne von unseren Mitarbeitern zieht da mit und steht zu uns und unterstützt uns und hat ein höchstes Maß an Flexibilität an den Tag gelegt und war bereit, wirklich teilweise wirklich für uns Sachen, also Einsatz zu bringen, der nicht normal, also wirklich nicht selbstverständlich ist. Und das hat mir wirklich, wirklich glücklich gemacht, weil es einfach eine Situation war, wo ich mir gedacht habe, okay, du hast genau die richtigen Leute um dich herum. Du kannst dich auf das Team zu 100% verlassen und das lässt einen ruhig schlafen in einer Situation, wo man nicht weiß, was auf einem zukommt. Und das hat mich wirklich extrem glücklich gemacht. Da bin ich wirklich dann gesagt, weil ich sage, wenn man mal zuschaut, wie es den Menschen gut geht und wie sie lächeln und wie es ihnen besser geht, das ist wunderschön. Aber wenn du siehst, du hast 60 Leute hinter dir, die zu 100% zu dir stehen und zu deinem Unternehmen, dann ist das etwas, was man sich als Unternehmerin oder als Unternehmer, da geht einem nicht nur das Herz auf, sondern da ist man wirklich, also dann kann man sich wirklich vonschreiben. Das hat mich extrem glücklich gemacht. Ja. Das ist wirklich schön. Schön. Jetzt wird morgen wahrscheinlich das Telefon heiß klingeln bei euch und alle wollen zu euch arbeiten. Ja, wir haben noch eine weitere Frage, Michaela, und zwar von Jasmin Spalt. Und sie möchte wissen, es wird einem ja immer im Nachhinein klar, dass das Scheitern einem neue Möglichkeiten präsentiert. Gibt es Tipps, wieder mal ein Tipp, wie man die Wartezeit auf die Möglichkeiten annehmen kann? Ja, also ich für mich habe einfach wie gelernt, dass man schnell den Mut wiederfinden muss und sich einfach, ich sage jetzt, raus ins Getümmel werfen muss. Also die Augen offen halten muss, weil meistens ist man dann ja dann so konzentriert in seinem, ich sage jetzt nicht, man suhlt sich ja, man will sich dann ja am liebsten in seinem Selbstmitleid suhlen. Also das kenne ich, das habe ich auch gemacht, oder? Und dann die ganze Welt ist schlecht und alle sind gegen an und alle sind böse und allen anderen geht es viel besser und jeder hat den Job, den er will und jeder kann das Studium machen, den er will. Aber in dem Moment, glaube ich, wenn man das überwindet, also ich finde, ja, man soll suhlen, man soll wirklich suhlen, man soll sich die Zeit nehmen und wenn man dann gesuhlt ist, dann soll man wieder raus und soll die Augen offen halten,
weil meistens rechnet man dann eben nicht damit. Und wenn man nicht damit rechnet, dann kommen immer die schönsten Überraschungen. Okay. Also ich sage nur, Siziertisch. Also ich hätte nie in meinem Leben gedacht, dass ich jemals in meinem Leben meinen Mann am Siziertisch kennenlerne und dass ich jetzt auch noch mit dem verheiratet bin. Also ganz im Gegenteil. Studentenfest, alles. Aber Siziertisch hätte ich nie gedacht. Ja, das ist eine tolle Geschichte. Also, und sie ist auch noch wahr. Ja, noch eine weitere Frage, jetzt sind zwei Fragen noch gekommen, von Jake Guye. Er möchte gerne wissen, wie hängt das Scheitern mit der Suche nach einem Sinn im Leben zusammen? Ja, ich glaube, jeder will irgendwann einmal was machen, was einem eben einen Sinn gibt. Und du kannst, und ich sage immer, glücklich werden kannst du nur mit etwas, was dir Spaß macht oder wo du Freude dran hast. Ich sage immer, wenn dein Job oder kein Spaß mehr macht, dann ist es gescheiter, du lasch es. Weil das bringt meistens im Betrieb nichts und das bringt dir selber nichts. Ich habe immer einen Spruch und ich will bitte nicht gegen mich verwenden, aber ich habe immer gesagt, in dem Moment, wenn man mein Beruf keine Freude mehr macht, dann gehe ich lieber Taxi fahren oder zu McDonald's Hamburger braten. Einfach als Überbrückung, damit ich mal was anderes suchen kann, das wieder einen Sinn für mich hat. Und deshalb sage ich, ja, klar. Und damit ich etwas finde, was mir den Sinn gibt, muss ich was ausprobieren. Und wenn ich das ausprobiere, dann kann es halt leider Gottes sein, dass ich scheitere. Ob das ein Vorstellungsgespräch ist, ob das eben eine Prüfung ist. Also ich habe nach meinem Studium, ich habe mich beim Arbeitsamt gemeldet und dann hat mein Betreuer zu mir gesagt, ich habe damals Wirtschaft und angewandte Informatik studiert und auf der Uni Innsbruck, also auf dem MCI Innsbruck, und dann hat mein Betreuer am Arbeitsamt gesagt, also sowas wie Sie braucht keiner. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt hat man mir erklärt, du musst Wirtschaft und Informatik sowieso, oder? Weil das ist das Fach, oder? Und das braucht die Wirtschaft und so. Und dann habe ich gedacht, okay, also jetzt habe ich wieder was gemacht oder und wieder was studiert, was keiner braucht. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, aber ich suche jetzt trotzdem. Und ich habe, glaube ich, über 100 Bewerbungen geschrieben. Und ich habe 100 Absagen gekriegt. Und irgendwann einmal habe ich mir gedacht, so, und jetzt bewirbe ich mich bei einer Stelle, die ich eh nicht kriege. Also, weil die können mich gar nicht nehmen, weil ich keine Ahnung habe von dem. Ja, und dann war ich 10 Jahre bei der Psychiatrie Süd. Also, und das war die einzige Stelle, wo ich mir gedacht habe, hey, da kann ich das, was ich gelernt habe und das, was ich vorher gelernt habe, miteinander verbinden und das macht dann noch Spaß, ist was Sinnvolles. Oder? Also von dem her, ja, also ich habe mir 100 Mal eine Ohrfeige abgeholt, bis ich endlich den Job kriegen kann, den ich, was ich wollte. Und von dem her muss ich sagen, ja, Scheitern gehört auf der Sinnsuche dazu. Hörtet aber auch ab. wir haben noch eine Frage gekriegt und zwar von der Yvonne Stalder. Die fragt, wie wichtig schätzt du beim Scheitern die Unterstützung der Familie und Partner? Für alleinstehende Personen, und sie spricht aus eigener Erfahrung, sind schwierige Situationen und Scheitern oft auch damit verbunden, dass diese Situationen sehr in den Mittelpunkt gedrängt werden, weil zum Beispiel ein gewisser Ausgleich oder Relativierung fehlt. Ja, das stimmt. Das würde ich auch unterstreichen. Also ich glaube, deshalb kann ich auch immer so locker, also ich gehe mal her und sage, okay, ich bin zweimal durch die Matura geflogen, habe mein Medizinstudium nicht geschafft und so. Aber ich habe immer eine Mutter gehabt, die hinter mir gestanden ist und auch Eltern gehabt, auch einen Vater, die gesagt haben, ja, aber du machst deinen Weg. Ja, du kannst es. Ja, wir stehen hinter dir. Ja, wir unterstützen dich. Du wirst deinen Weg finden. Also ich habe dieses klassische Auffangnetz gehabt. Ah, jetzt, wir hätten, das ist natürlich auch so, wir hätten jetzt den Betrieb, was wir jetzt haben, ohne die Unterstützung von meinen Schwiegereltern oder eben die Eltern von Marc oder meine Mutter, könnten wir das nie leisten. Und das ist wirklich so unser Sicherheitsnetz. Das stimmt. Von dem her ist es wirklich, wirklich einfacher. Und wenn man da niemanden hat, dann ist es schwierig, das stimmt. Allerdings glaube ich, wenn man in dem Sinn vielleicht nicht Familie hat, wenn man eben auch da die Augen wieder aufmacht. Ich wüsste auch relativ viele jetzt in meinem Freundeskreis. Und ich habe nicht viele Freunde, wirklich nicht, oder? Aber ich sage, die Freunde, die ich habe, da weiß ich, ich kann, ich sage,
Da kann ich um 2 in der Früh anrufen und ich weiß, die sind für mich da. Und die sagen mir auch, wenn ich einen Scheiß mache. Und ich glaube, das hat man auch wenn man jetzt in dem Sinn vielleicht keine Familie hat und keinen Partner, wenn man bereit dazu ist, dass man seinen Freunden und oder auch Kollegen zuhört. Und das ist nicht immer fein, weil die sagen meistens Sachen, die man eigentlich nicht wirklich hören will. Aber wenn man die sich wirklich anhört, dann ist meistens auch ein Korn Wahrheit dahinter. Und von dem her sage ich, ich glaube schon, dass jeder von uns irgendeinen Menschen hat, der am da in dem Sinn zumindest als Sparringpartner ist oder unterstützt. Die Frage ist nur eben, ob man die Unterstützung in der Form, in der Situation auch wirklich will. Das habe ich jetzt bei mir zumindest ab und zu so das Gefühl, dass ich will nicht immer hören, was der Marc sagt, weil ich ja auch weiß, dass es meistens stimmt, was er sagt, wenn er mich kritisiert. Also, aber es ist schwieriger, es ist sicher schwieriger. Also Familie und Freunde und Umkreis ist sicher, da ist man privilegiert. Das ist so ein Teil vom Glücklichsein, ja. Dankeschön, Michaela. Wir kommen dann auch schon zum Schluss von unserer Online-Veranstaltung. Du hast uns jetzt richtig Mut gemacht, Michaela, dass wir das Risiko zum Scheitern eingehen können und dass wir nachher wirklich wieder die Krone... Also es tut nicht weh. Es tut nicht weh. Genau. Nur beim ersten Mal. Und dann gewöhnt man sich daran. Nein, das nicht, aber man gewöhnt sich nie dran wirklich. Aber es ist nicht so schlimm, wie man sich es vorstellt. Genau. Also es kann einem durchaus auch neue Wege aufzeigen. Genau. Und auch meistens, was mir wirklich noch wichtig ist, meistens ist ja das Umfeld, also das Umfeld reagiert meistens nicht so extrem, wie man sich das selber vorstellt. Also das Schlimme ist nicht die Reaktion vom Umfeld, sondern wirklich die Vorstellung davon, was man hat. Man ist dann, wenn man das wirklich einmal erlebt, dann ist es wirklich so, dass man sich echt denkt, ja, wieso habe ich jetzt so Panik geschoben vor dem? Es ist wirklich so, das Umfeld reagiert selten so extrem, wie man sich selber vorstellt. Genau. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuschauen. Danke dir, Michaela, nochmals für den sehr, sehr spannenden Vortrag, auch privaten Einblicke. Und ich wünsche uns jetzt allen einen glücklichen und zufriedenen Abend und hoffen wir, dass wir uns bald wieder frei bewegen dürfen. Ciao miteinander. Dankeschön. Schönen Abend. Jetzt müssen wir da fertig schreiben. Ja. Ah.